Ich wär so gerne Millionär, dann bräuchte ich kein Auto-Leasing mehr. Was läuft? Ach du Scheiße, ist unangenehm. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Du bist dumm. Dann hör mir mal zu. Es gibt Menschen, die spenden Montana Black ihr Geld. Das Video fängt damit an, dass er im Grunde jeden, der mir Geld spendet, als dumm betitelt. Ah, hungriger Hugo, bester Mann, Bruder. Danke dir für 100 gegiftete Subs. Alter, wieso macht hungriger Hugo das nur bei Bronte? Schön Arsch kriechen, Digga, damit er nicht gestrikt wird, ne? Mhm. Ja, hungriger Hugo, pass mal auf, ich sag's dir, wie es ist. Wenn du ein richtiger Ehrenmann bist, dann donatest du jetzt mal hier ein bisschen Geld für die Charity-Aktion. Hungriger Hugo, so ein Ding nämlich. John mit einem gegifteten Sub? Kommt jetzt gerade ein bisschen schlecht, nachdem 100 gekommen sind, Bruder. Jetzt ist Schluss. Alter, jetzt reicht's. Und sein Hund hat mehr Geld als wir alle. Alter. Aber es gibt einen Hund auf der Welt, der noch krasser ist. Ehrenbruder Kylo hat heute gekriegt. Wie wahre Legenden sich für Ninja Warriors bewerben. Wie bereitest du dich auf deine Teilnahme vor? Wir schreiben mit Rot. Gar nicht. Hast du ein Motto? Alter, jede TV-Show mitnehmen, die geht. Es kommt, wie es kommt, aus dem Bauch wie Kacke. Mein Motto, es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Gut trainiert, normal trainiert, wenig trainiert. Wir machen noch ein Kästchen dazu. Gar nicht trainiert. Alter. Nimmst du regelmäßig Medikamente ein? Nasenspray. Wie schreibt man laktoseintolerant? Schreibt mir bitte in den Chat. Ach Mann. Status? Single. Hugo. Ach, Hugo. Hugo. Du brauchst doch bestimmt einen Weghustenbonbon. Boah, ich glaube, Hugo braucht einfach Hilfe, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob da ein Hustenbonbon reicht. Was soll die Scheiße denn, Digga? Er hat den das einfach weggenommen. Dankeschön, das tut gut. Ey, Hugo hat ja keinen bekommen, WTF. Ja. Die verarschen, Hugo hat keinen bekommen, denn what the fuck hat er den Scheiß weggesteckt. Ist das der Hugo von Hungriger Hugo? Ja, oder? Nee, ist es nicht. Gewicht, Kilogramm. Soll ich mich kurz wiegen gehen mit Kamera? Soll die Kamera mit? Ja, wir wiegen uns jetzt live. Scheißegal. Alter! Was? Knossi ist 1,40 groß, dann ist der... 95 Kilo. 95 Kilo. Stimmt doch was nicht. 95 Kilo. Ich träume, ihr könnt das Edi Geller der Eierkopf fragen. Edi der Eierkopf, was träume ich jeden Monat mindestens einmal? Richtig schlimm. Edi träumt immer davon, 1,80 zu sein. Edi träumt immer davon, 1,80 zu sein. Jetzt hast du aber einen rausgehauen, ne? Alexandra auseinander mit 5 gegifteten Subs. Danke dir, Alexandra auseinander. Was sind deine Hobbys neben dem Sport? Ich streiche mal das Sport durch. Nope. Sticker zur EMW. Nein! Ist ja noch Ronaldo in Russland eingeklebt! Angeln. Oh mein Gott, guck mal, wie ich den Fisch gefangen habe. Modern in the World. Knossi lernt bei jedem Spiel, lernt er dazu. Er ist noch ein Frischling und Anfänger in dem Spiel. Wir sind zu schnell für ihn, in Anführungszeichen. Ich bin bei euch der Dicke, der hinterherläuft, der ab und zu auch mal mitmachen darf. Andere schreiben da rein, lesen, reiten, halt doch deine Randblatt. Was für lesen und reiten? Lüg doch nicht. Mario Kart. Ja! Modern in the War. Ja! Ey, wenn mich jetzt jemand an meinen Hobbys fragen würde, dann wüsste ich gar nicht, ob ich, also, was meine Hobbys, also, ob ich Hobbys hab. Hä? Digga, fuck, ich krieg ja Gänsehaut, ich hab keine Hobbys, fällt mir gerade auf. Hä? Ich hab einfach keine Hobbys, bin ich dumm? DJ, Gym, zocken, streamen? Scheiße labern. Immobilien, Gamer,
Koks nehmen ist kein Hobby. Okay. Poker. Ja! Oh mein Gott! Telefonnummern von prominenten Freunden lecken. Feuriger, hä? Ich hab deine Nummer hier, soll ich die mal lecken? Hi. I'm single like a Pringle. Oh, unangenehm, Alter. Do you have a boyfriend? Yes. All of you? All of them. Ah, okay. Sorry. Yeah, that's okay. Wo ist der? Ist das in L.A.? Hey, because I'm not interested into girls, I'm homosexual. Dark Mann. Knossi reagiert auf feuriger Hugo. Das kommt nicht vom Rauchen. Also ihr könnt weiterhin einfach rauchen, das ist kein Problem. Yeah, Junge! So, erstmal eine Runde Rasenmähen. Schon wieder viel zu hoch die Wiese. Wollen wir mal rausholen den Meer. Bruder Rasenmähen, erinnere mich auch immer an die guten alten Zeiten bei Omi und Opi, wo ich... Oh, nee, ne. Oh, zum Kotzen, Junge. Schlüssel vergessen. An die guten alten Zeiten bei Omi und Opi, wo ich für einen Zehner den Rasen gemäht habe. Mir Omi einen Zehner zugesteckt. Einer schreibt in den Chat, das ist nicht Monte. Bist du dumm? Wer soll denn das sonst sein? Dann war der Tag gerettet. Zehner für Weed gehabt. Ja, und dann ging das Spiel am nächsten Morgen vor vorn wieder los. Naja. Ist Barca Elon dein Lieblingslied? Barcelona! Sprechen lernen mit Memo. Er sagt ganz oft Dai Dai. Dai Dai. Oha. Oha. Schmutz. Schmutz. Yalla. Yalla. Was sagst du noch? Ist so digi. Ist so digi. Er sagt das so oft. Ist so digi. 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 187 hast du 187 sagt er jetzt auch ganz oft, warum auch immer. Okay. 187. Bin dann mit 16 nach Hamburg gezogen. Wegen 187? Nein, ich bin nicht wegen 187 nach Hamburg gezogen. Bist du krank nach 187? Ey, du stellst es wirklich so da, als wäre ich deswegen hierher gezogen. Nein, ist aber nicht so. Lügt doch nicht, du bist wegen 187. Das ist so auf, ich stress dir. Digga, wieso lacht Memo eigentlich wie so ein Minecraft-Villager? Memo lacht wie ein Minecraft-Villager, guck mal. Ich stress dir. Wenn Minecraft-Villager lachen würde, oh mein Gott, hungriger Hugo ist ja ein Minecraft-Villager. Und jetzt hat Memo noch ein neues Wort gelernt, während er auf entspannt 15.000 Euro gewonnen hat. Okay, 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 nur noch ein Ding. Ja, wie viel sind das? Ist das jetzt 15? Boah. Elon. Chillig, Mann. Glücksspielstream. So nice. Musk ist der zweitreichste Mann der Welt. Aber scheiß auf. Erinnert mich ein bisschen an das Bild, wo ich damals vorm PC saß. Der deutsche Elon ist viel besser. Ja, moin. Du kleiner Mann. Ist der das, der einfach Amazon gegründet hat? Oh, Mann. Twitch gekauft? Das ist der. Alles ist möglich in diesem Leben. In der Drachen. Lord-Szene streuten einige Hater das Gerücht, Rainer würde in seinem Stuhl feststecken. Sogar ganz locker hier. Also warum soll ich im Stuhl festhängen? Direkt wurden erste Memes erstellt. Was? Jetzt bleib ich an einer Kante hängen! Hä, warum? Ich bleib in dem Stuhl überhaupt nicht stecken. Hier, schau mal. Zeig's ihn, Rainer. Guck mal. Ja. Das ist so Quatsch, was du sagst. VGA ist einfach folienorientierter und wahrer eher Case. Also Bruder, das halte ich für Spaß, was du da erzählst. Max, sag auch ein bisschen was, dass ich nicht ganz so doof dastehe. Ja, also das stimmt schon, dass VGA sehr, sehr viel Wert hat. Oh nein! Ja, stell dir vor, du investest in irgendwas und hast gar keine Ahnung davon. Chillig. Oh, yes. Das ist nicht von ganz weit hergeholt. Der Toni hat mir schon locker 50% Leben gezogen. Wer hat auf Mykonos den besten Putin-Walk hingelegt? Schreibt's in die Kommentare. Hä? Ey, Sid, steh mal auf, bitte. Nein! Bitte steh mal auf. Oh mein. Dieses Shirt, I'm gay Mykonos.
So. Was ist es? Bin ich eine wehrlose Person? Was ist es? Terrorismus? Jugendgewalt? Verletzt meine Rechte? Fälschung? Terror? Ist es Terrorismus? Terrorismus? Kindesmissbrauch? Seid ihr dumm, Chat? Ich kann doch hier nicht Kindesmissbrauch angeben. Dann wird mein YouTube-Kanal gesperrt. Ich fühle mich dadurch belästigt. Ich werde hier unsachlicherweise als Opfer verleugnet. Scheiße, wie schreibt man das? Ist das richtig geschrieben? Verleugnet. Verleugnet, ja. Jedoch trifft diese Aussage nicht zu, da mein Net Worth über 200.000 Euro beträgt und ich schon mit über 10 Frauen GV hatte. Außerdem Verleumdung, ne? Verleumdung. GV? Geschlechtsverkehr. Oh. Ach Mann, dann lass ich's halt einfach, oder? Dann lass ich's doch, Chat. Dann lass ich's doch. Komm, ich schreib's anders. Bezeichnet, stimmt aber nicht, da ich mit Kai Pflaume befreundet bin. So, und das Video ist jetzt morgen weg. Das Video ist morgen weg, ja? Stell dir mal vor, da kommt jemand mit 3 Millionen Abonnenten. Und, ja? Hat auch seine Grenzen. Auf Wiedersehen. Das Video ist morgen weg und übermorgen der ganze Kanal. Und dann kannst du mal gucken, hungriger Hundesohn, was du davon hast. So, jetzt reicht's. Der Einzige, der im ganzen Video beleidigt worden ist, bin ich. Alles tun, um ins Hugos Video zu kommen, auch wenn du ihn melden musst. Ne, wenn er das reinschneidet, dann strike ich das. Dann reicht's mir. Dann ist gut. So.